uns und senden Schiffe in den Krieg. Währenddessen fallen wieder Schüsse in Paris. Doch so weit, alles okay, alles okay. Häuser brennen, sodass uns keine Luft zum Atmen bleibt. Menschen sterben, weder Polizei noch Staat greift ein. Doch so weit, alles okay, alles okay. Du führst ein armseliges Leben in einer armseligen Gegend. Armselige Wesen folgen armseligen Regeln. Dir und deinen Kollegen will man abends nicht begegnen. Fremde werden geschlagen und getreten. In deinen Augen schützt nur dein Vaterland. Du hast Angst zu verlieren. Du weißt, wie man eine Bombe baut und Panzer funktionieren. Woher man eine Waffe kriegt und wie man sie bedient. Wie man seine Knarre zieht und jemanden erschießt. Besser man passt auf mit einem Messer in der Faust. Jeden Tag auf der Jagd wie ein rasender Reporter. Du planst regelmäßige Treffen vor deinem Haus. Sie geht raus immer montags, die Nase voller Gurke. Und die Bullen sehen weg, vom Gesetz hast du null Respekt. Deshalb ballerst du weiter schlechte Graphs auf die Schaufenster drauf mit der Message: Ausländer, raus! Und wir schauen es uns tatenlos an, schmieden neue Pläne für das Abendprogramm. Turn up in den Clubs oder saufen an der Bar. Happy Life, doch überall lauert die Gefahr. Irgendwie kratzt uns das nicht. In unseren Köpfen ist zu wenig Platz für so'n Shit, oder? Ist uns egal, was jeden Tag so passiert. Haben wir längst kapituliert? Stadt ist verwirrt. Deutschland, was ist passiert? Wie lange haben wir es ignoriert? Alles stagniert. Die Welt wird rasiert. Und was machen wir? Es geht mir gut, es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Warum soll's mir schlecht gehen? Warum soll's uns schlecht gehen? Wir können doch immer noch wegsehen. Denn wenn wir wegsehen, dann ist alles okay, okay, oh. Solange ist alles okay, okay, oh. Okay, okay. Es geht mir gut, es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Warum soll's mir schlecht gehen? Warum soll's uns schlecht gehen? Wir können doch immer noch wegsehen. Denn wenn wir wegsehen, dann ist alles okay, okay, oh. Solange ist alles okay, okay, oh. Wir wollen nicht länger auf die Spaßbremse drücken oder nachdenken müssen, wir wollen feiern. Solange wir nicht am Marsch sind wie Brüssel, so erledigen's die meisten. Eben schnell mal lesen, was die Medien so schreiben, welche Themen sie aufgreifen bei einem Spezi oder Weizenantipasti oder Pizza. Steak so blutig wie der Massenmord in Nizza. Hauptsache man gönnt sich alles bestens in Ordnung wie die News. BVB holt wieder Götze nach Dortmund. Wie nice ist das denn? Mega den Jungen gehen zu lassen, weil ein Schwachsinn. Fehler, die Menschen hier sind blind, aber passen ins Schema. Amadi Engländer, Fehler macht doch jeder. Nein, wir haben keine Feinde. Angie hat gesagt, sie schmeißt den Laden hier alleine. Durchbricht alle Hürden, wir haben nichts zu befürchten. Auch im Hinblick auf die Türkenpresse. Rede vom Terror, labern wir vom nächsten Abstoß. Wird das Wetter morgen bombig, so wie in Damaskus? Nichts auf der Welt kann uns Sorgen machen, außer dass wir es heute Abend wieder zum Sport nicht schaffen. Donald Trump ist weit weg, Kim Jong sogar ganz weit, Russen nebenan, doch wir zeigen keine Angst, nein, Jesus. Während dieses jedes Land grad rasiert, lehnen wir uns zurück, denn uns...